Köster. Hallo Bernd, hier ist Maria. Na, mein lieber Bruder, wie geht's? Naja, was ist los? Du, ich brauche heute Abend einen Babysitter. Hast du Zeit? Heute? Nö, du, ich hab keine Lust. Wirklich nicht. Außerdem bin ich müde. So, mein Bruder Bernd hat keine Lust und ist müde. Ja, so ist das, liebe Schwester. Tut mir leid. Tschüss. Hallo? Hallo Sigrid, hier ist Maria. Wie geht's? Danke, gut. Du Sigrid, heute Abend brauche ich einen Babysitter. Oh, kein Problem, ich habe Zeit. Schön. Und was sagen deine Eltern? Moment, ich frag mal. Du, Maria, Mama sagt, ich darf nicht. Ich muss noch Klavier üben. Tut mir echt leid. Tja, da kann man nichts machen. Dann tschüss. Tschüss, Maria. Steinmann? Du, Mama, hier ist Maria. Wir haben da ein Problem. Was? Ihr habt ein Problem? Ja, wir brauchen heute Abend einen Babysitter. Ach, ihr braucht einen Babysitter. Heute Abend, aber... Kommst du, Mama? Tut mir leid, aber das geht leider nicht. Heute Abend wirklich nicht. Sonst gern. Aber heute habe ich Besuch, meine Freundin ist da. Ach. Ja, tut mir leid. Schade. Naja, dann geht's nicht. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Kind. Schneider? Brigitte hier. Grüß dich, Manfred. Wie geht's? Naja, ganz gut. Und dir? Danke, gut. Du, Manfred, hast du heute Abend schon was vor? Ja, ich gehe ins Kino mit Hans. Schade. Und wie ist das morgen Abend? Ich möchte mal wieder essen gehen. Nein, da geht es leider auch nicht. Ich muss bis 20 Uhr arbeiten. Und Mittwoch? Hast du da Zeit? Ach, nee, du, da kommt Werner aus Hamburg. Wir müssen zusammen lernen. Und am Donnerstag? Da hast du doch Italienischkurs, oder? Genau, da mache ich Italienisch. Und Freitagabend? Du, es tut mir wahnsinnig leid. Da gehe ich schwimmen. Ach Mensch, wann hast du denn mal frei? Also, mal sehen. Sonntag in 2 Wochen, da geht es. Sonntag in 2 Wochen? Du, Manfred, da habe ich keinen Hunger mehr. Puh. Guten Tag, wir machen Interviews für den Hessischen Rundfunk. Darf ich Sie etwas fragen? Ja. Ja, sicher. Unser Thema ist heute Ärger mit Nachbarn. Haben Sie da Probleme? Wie bitte? Haben Sie Ärger mit Nachbarn? Haben Sie da Probleme? Nein, unsere Nachbarn sind nett. Da haben wir gar keine Probleme. Nein, wirklich. Ärger mit Nachbarn, das gibt es nicht. Wir haben ein Reihenhaus, wissen Sie? Wir wohnen da schon lange, schon 22 Jahre. Nein, 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 nein. Es sind 23 Jahre. Ja, stimmt. 23 Jahre. Und unsere Nachbarn rechts und links, die wohnen da auch schon sehr lange. Sie sind alle sehr nett. Vielen Dank. Na, liest du die Wohnungsanzeigen? Ja. Und? Was gibt's? Wie immer. Hier in Seckbach. 4 Zimmer, Terrasse, 2 Bäder, nur 1000 Euro. Plus Nebenkosten. Und weiter? Eine Wohnung in Maintal. Kinder willkommen steht hier. Na schön. Mit Balkon und Garage. Kostet 700 plus Nebenkosten und Kaution. Wie viel Kaution? Das steht hier nicht. Aber die Wohnung ist doch sowieso zu teuer.
Mit Nebenkosten kostet sie mindestens 800. Das können wir doch nicht bezahlen. Und sonst? Da ist noch eine im Nordend. 790. Aber hier, hör mal. Billig wohnen und Geld verdienen. 4-Zimmer-Wohnung für Hausmeister frei. Frankfurt West, 97 Quadratmeter. Balkon, 2 Toiletten. Ruhig, Garten. Pro Woche 10 Stunden Hausmeisterarbeit. Und was kostet die? 590. Plus Nebenkosten. Das geht doch. Das ist doch nicht so teuer. Mensch, Balkon und Garten. Also die Wohnung möchte ich haben. Aber 10 Stunden pro Woche Hausmeisterarbeit. Ja, da verdienen wir noch ein bisschen Geld dazu. Bestimmt kann ich auch etwas machen. Putzen oder Arbeit im Garten. Ist da eine Telefonnummer? Ja. Komm, da rufen wir gleich mal an. Rufst du an? Ja. Sag mir mal die Nummer. Können Sie mir erzählen, welche Schulen Sie besucht haben? Ja, ich bin 1956 in die Knabenvolksschule in Olching eingeschult worden. Hab die Grundschule 4 Jahre besucht. 1960 bin ich nach München auf das Gymnasium gewechselt. Hab dort 9 Jahre lang das Gymnasium besucht, Abitur gemacht und 1969 habe ich mich an der Universität immatrikuliert. Nach 3 Semestern bin ich umgestiegen auf die Akademie für Bildende Künste. Die Akademie habe ich 1975 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und nach 2 Jahren Referendariat 1977 mit dem zweiten Staatsexamen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Schule denken? Ja, zunächst mal sicherlich die Erfahrungen meiner eigenen Schulzeit, die nicht immer nur schön waren. Natürlich kommen mir Lehrer und Lehrerinnen in den Sinn, die sehr solidarisch auf Wünsche und Bedürfnisse der Schüler eingingen. Aber ich erinnere mich auch an Pauker, strenge, autoritäre Lehrer. Ja, was noch? Eine starke Solidarität in der Klasse. In den 9 Jahren Gymnasium haben sich natürlich viele Freundschaften ergeben. Und was das Lernen betrifft, erinnere ich mich an Situationen, wo ich mich wirklich oft gefragt habe, warum ich das machen muss. Also dieser Spruch, fürs Leben und nicht für die Schule lernen wir, der kommt mir dann manchmal wie eine Karikatur vor. Aber ich erinnere mich auch an Fächer, die ich gerne mochte, wo man sowieso von sich aus was tut, aus Interesse. Ja, was war denn Ihr Lieblingsfach? Ach, da gab es bestimmt mehrere. Allen voran war sicherlich mein Lieblingsfach Kunsterziehung oder wie das früher hieß, Zeichnen. Aber auch Fächer wie Erdkunde, Biologie und Geschichte, auch die Sprachen Englisch, Französisch haben mich sehr interessiert. Was ich nicht so mochte, waren fast alle naturwissenschaftlichen Fächer. Wobei ich aber ganz sicher bin, dass das an der Vermittlung lag. Damit mit naturwissenschaftlichen Fächern meine ich Mathematik, Chemie, Physik und ja, und dann so ein Fach wie Latein. Ich habe 8 Jahre lang mich mit Latein gequält, oder besser gesagt, ich bin 8 Jahre lang mit Latein gequält worden und habe den Sinn nie verstanden. Und die ideale Schule, wie sieht die aus für Sie? Schwer zu sagen. Ich bin als Lehrer von der Schule wieder weggegangen. Ich habe ja Lehramt studiert und war 2 Jahre lang Referendar. Aber ich konnte meine Vorstellungen nicht in das Schulsystem einbringen. Ich könnte mir aber immer noch eine ideale Schule als ein Zusammenspiel von Lehrern und Schülern vorstellen. Also nicht hierarchisch geordnet, sondern so, dass auch Schüler ihre eigenen Interessen einbringen können, ihre Vorlieben, ihre Schwerpunkte. Dass Lehrer auf Schüler eingehen, auch auf Lernertypen eingehen und versuchen, ein Angebot zu machen, um dem, was Schüler wollen und brauchen, gerecht zu werden. Hallo Michael, na, was macht deine Wohnung? Alles okay. Und wann ziehst du um? Am Wochenende. Du, sag mal, brauchst du noch Möbel? Ja, warum fragst du? Weißt du, ich habe eine Kommode, die möchte ich gern verkaufen. Oh, gut. Eine Kommode brauche ich noch.
Ich habe schon einen Kleiderschrank, aber der ist sehr klein. Was willst du denn für die Kommode haben? Na ja, 30 Euro. Okay, das ist nett. Und sonst, hast du alles? Nein, ich brauche noch ein Bett. Ja, ein Bett ist wichtig. Ist die Küche denn schon komplett? Nicht ganz. Einen Herd und einen Kühlschrank habe ich. Ich brauche noch eine Lampe und ein Regal. Das reicht dann. Einen Küchentisch brauchst du nicht? Nein, ich esse im Wohnzimmer. Die Küche ist sehr klein, weißt du. Ach so. Aber das Wohnzimmer ist ziemlich groß. Eine Couch und zwei Sessel habe ich schon. Den Esstisch und Stühle muss ich noch kaufen. Zieh doch erst mal um. Ja, ja, das mache ich auch. Morgen will ich das Bett kaufen. Die anderen Sachen haben noch Zeit. Wann willst du denn die Kommode holen? Ich weiß noch nicht. Morgen vielleicht, oder... Na, suchst du mal wieder ein Haus für uns? Naja, ich schau ja nur mal. Hier, ein Reihenhaus in Eschersheim mit Hobbyraum, Sauna und Garten. 1200 plus Nebenkosten. Eschersheim ist nicht schlecht, aber Reihenhaus, ich weiß nicht. Ich mag keine Reihenhäuser. Hier ist noch ein Haus in Braunheim. Reihenhaus? Nein, nein, ein Einfamilienhaus. 5 Zimmer, 2 Bäder, Garten und Garage. Es kostet 1300 plus Nebenkosten und Kaution. Das sind dann etwa 1500 Euro pro Monat. Willst du das wirklich bezahlen? Die anderen Häuser kosten noch mehr. Traumhaus in Bergen-Enkheim, 1600 plus Nebenkosten. Oder hier, Luxusbungalow in Bad Homburg für 2425. Ja, ja, ich weiß schon. Aber wir wollen doch kein Luxushaus. Dann arbeiten wir nur noch für die Miete. Natürlich. Aber das Haus in Braunheim, das können wir schon bezahlen. Ja, wir können schon. Aber ich will auch leben, nicht nur wohnen. Ich will gut essen und zweimal im Jahr Urlaub machen. 1500 Euro pro Monat, das ist doch verrückt. Wir können das Haus doch mal anschauen. Nur mal so. Das kostet doch nichts. Na gut, also. Deine Wohnung ist sehr schön. Wirklich, ganz toll. Ja, ich bin auch ganz zufrieden. Und was sagen deine Eltern dazu? Na ja, sie finden die Wohnung auch gut, aber meine Mutter, na ja. Sie glaubt, ich bin immer noch ein Kind. Sie möchte mich immer zu Hause haben. Dabei gibt es dauernd Ärger. Na ja. Doch, doch. Ich will jetzt mein Leben leben. Das verstehe ich. Weißt du, zu Hause darf ich nicht rauchen, ich darf keine Musik hören, ich darf nicht... Was? Keine Musik hören? Naja, nur ganz leise. Und dann immer die Fragen, was machst du heute Abend? Wohin gehst du? Wann kommst du nach Hause? Ja, das kenne ich, wie meine Mutter. Jetzt bin ich ganz frei, weißt du. Augenblick mal. Ja, 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 natürlich. Ja, vielen Dank. Bis morgen. Meine Mutter. Sie will morgen kommen und abwaschen und die Wohnung aufräumen. Das ist doch ganz nett, oder? Findest du? So, ich denke, jetzt ist alles vorbereitet. Die Kuchen, der Kaffee, der Tisch ist auch bereit. Es soll ja alles schön sein heute am 70. Geburtstag von Großvater, nicht wahr? Sicher, ja. Das hast du alles wirklich wunderbar gemacht. Sag mal, wo ist eigentlich Großmutter? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer und wartet. Ja, hier drüben. Ich kann sie sehen. Kann es gleich losgehen? Ist alles vorbereitet? Hast du unsere Tochter gesehen? Ja, sie ist eben in ihr Zimmer gegangen. Sie wollte sich noch schön machen. Gut, hoffentlich braucht sie nicht so lange. Onkel Gustav fehlt auch noch. Onkel Gustav? Habe ich auf der Terrasse gesehen. Er wollte den Grill vorbereiten für heute Abend. Aber wo ist denn Tante Marga? Hast du sie gesehen? Ja, gerade ist sie in die Küche gegangen. Tante Marga kommt bestimmt gleich. Gut. Dann sind ja bald alle zusammen. Außer unserem Sohn. Wo ist er denn? Weißt du das? Sicher, mein Schatz. Er ist noch im Arbeitszimmer. Was macht er denn da? Ein Computerspiel? Nein, nein. Er unterschreibt noch die Glückwunschkarte für Opa. Na, dann ist es ja gut. Aber Opa, wo ist er eigentlich? Das weiß ich nicht. Wollt er nicht in den Garten gehen? Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Ich schau mal. Hey, komm doch mal, Alfred. Psst, aber leise. Ja, was ist denn? Schau mal.
Ist das nicht süß? Oh, ja, das ist wirklich süß. Warte, ich mach gleich ein Foto. Opa sitzt auf der Gartenbank und wacht gerade auf. Ja, wahrscheinlich hat er ein bisschen geschlafen. Das war sicher gut für ihn. Ja, bestimmt. So, ich denke, jetzt ist alles vorbereitet. Die Kuchen, der Kaffee, der Tisch ist auch bereit. Es soll ja alles schön sein heute am 70. Geburtstag von Großvater, nicht wahr? Sicher, ja. Das hast du alles wirklich wunderbar gemacht. Sag mal, wo ist eigentlich Großmutter? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer und wartet. Ja, hier drüben. Ich kann sie sehen. Kann es gleich losgehen? Ist alles vorbereitet? Hast du unsere Tochter gesehen? Ja, sie ist eben in ihr Zimmer gegangen. Sie wollte sich noch schön machen. Gut, hoffentlich braucht sie nicht so lange. Onkel Gustav fehlt auch noch. Onkel Gustav? Habe ich auf der Terrasse gesehen. Er wollte den Grill vorbereiten für heute Abend. Aber wo ist denn Tante Marga? Hast du sie gesehen? Ja, gerade ist sie in die Küche gegangen. Tante Marga kommt bestimmt gleich. Gut, dann sind ja bald alle zusammen. Außer unserem Sohn. Wo ist er denn? Weißt du das? Sicher, mein Schatz. Er ist noch im Arbeitszimmer. Was macht er denn da? Ein Computerspiel? Nein, er unterschreibt noch die Glückwunschkarte für Opa. Na, dann ist es ja gut. Aber Opa, wo ist er eigentlich? Das weiß ich nicht. Wollt er nicht in den Garten gehen? Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Ich schau mal. Hey, komm doch mal, Alfred. Psst, aber leise. Ja, was ist denn? Schau mal. Ist das nicht süß? Oh, ja, das ist wirklich süß. Warte, ich mach gleich ein Foto. Opa sitzt auf der Gartenbank und wacht gerade auf. Ja, wahrscheinlich hat er ein bisschen geschlafen. Das war sicher gut für ihn. Ja, bestimmt. Ja, das ist so. Mein Mann macht immer die Nachtschicht. Und am Wochenende arbeitet er auch immer. Dafür hat er die beiden ersten Tage in der Woche frei. Und ich bin ja Krankenschwester. Ich arbeite halbtags, bis 13 Uhr. Naja, und dadurch sehen wir uns halt abends nicht. Das heißt, ausgehen, tanzen oder so, das geht eben nicht, weil... Ich meine, Norbert könnte ja schon am Montag oder Dienstagabend was unternehmen, aber dann muss ich ja am nächsten Morgen wieder fit sein, nicht wahr? Da geht es dann eben auch nicht. Und außerdem, hier ist sowieso nur am Wochenende etwas los, wenn überhaupt. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann schläft Norbert gewöhnlich noch. Ich mache dann schon mal das Mittagessen. Dafür macht er mir das Frühstück, wenn er um 7 Uhr früh fertig ist mit Fahren. Naja, meistens jedenfalls. Ja, und nachmittags sind wir sozusagen eine Familie, können mit dem Kleinen spielen, Besorgungen machen, die Wohnung aufräumen und so. Das Dumme ist halt, dass wir kaum Freunde treffen können. Wenn wir Zeit hätten, dann arbeiten die, und wenn die Zeit hätten, dann arbeitet Norbert. Das ist schon sehr schade. Aber im Moment sehen wir keine andere Lösung. Wir müssen beide arbeiten. Wir sind auf das Geld einfach angewiesen. Eigentlich suchen wir ja eine ruhigere Wohnung. In einer ruhigen Straße, meine ich. Aber das ist schwierig. Die Mietpreise sind ja wirklich unheimlich gestiegen in letzter Zeit. Wenn ich abends nach Hause komme, das ist meistens so gegen 5, dann bin ich erst mal müde. Meistens bleibe ich noch mit dem Auto im Stau stecken. Ja, und wenn ich dann zu Hause bin, dann trinke ich erst mal ein Bier und lese die Zeitung. Meine Familie weiß schon, dass sie mich dann nicht stören darf. Und dann, wenn ich mich dann ein bisschen erholt habe, spiele ich meistens mit den Kindern. Manchmal haben die Kinder auch ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht, dann helfe ich ihnen dabei. Zweimal in der Woche geht meine Frau zum Sport, dann mache ich das Abendessen. So gegen 7 Uhr wird dann gegessen und nach dem Essen müssen die Kinder ins Bett. Meine Frau und ich sehen meistens fern. Ja, in der Woche bleiben wir fast immer zu Hause. Nur am Wochenende gehen wir mal aus, zum Essen oder ins Kino oder so. Autohaus Mönnich, guten Tag. Guten Tag, hier Römer. Ich habe Probleme mit meinem Wagen. Kann ich ihn morgen bringen? Wo liegt denn das Problem, Herr Römer? Also erstmal ist der Benzinverbrauch viel zu hoch. Da stimmt etwas nicht. Aha. Ja, und dann müssen Sie unbedingt die Bremsen prüfen. Ja. Und dann fahre ich nächste Woche in den Skiurlaub. Da brauche ich Winterreifen. Können Sie auch die Reifen wechseln? Natürlich.
Also, Herr Römer, dann bringen Sie Ihren Wagen morgen früh am besten vor 8 Uhr. Geht das? Ja, gut. Und wann ist der Wagen dann fertig? Also, morgen haben wir Donnerstag. Dann ist er am Freitag fertig. Das ist ja schön. Also, bis morgen dann. Ich freue mich jeden Tag auf den Feierabend. Ich habe um 4:15 im Büro Schluss. Das ist ganz schön, denn da kann ich noch eine Menge machen. Oft gehe ich mit meiner Kollegin erstmal gemütlich Kaffee trinken, um die Ecke in ein nettes Café. Dann habe ich noch genug Zeit, Einkäufe zu machen. Na, und dann fahre ich erstmal nach Hause und gehe unter die Dusche. Danach bin ich richtig fit für den Abend. Fernsehen oder so, das ist nichts für mich. Ich brauche richtige Unterhaltung. Ich muss Leute sehen. Deshalb gehe ich oft in meine Stammkneipe. Da treffe ich immer Bekannte. Sonst gehe ich einmal im Monat ins Theater. Ich habe ein Theaterabo. Und dann gehe ich oft mit meiner Freundin ins Kino. Wir sehen unheimlich gerne alte amerikanische Filme. Da gibt es hier ein Programmkino, die zeigen oft schöne alte Filme. Was noch? Dienstags gehe ich in die Sauna und donnerstags habe ich Jazz-Tanz. Tja, also Langeweile habe ich nie. Ach so, und dann koche ich noch sehr gerne. Da lade ich ein paar Freunde ein und mache ein ganz tolles Menü mit Vorspeisen und Dessert. Meistens irgendwas Italienisches. Das ist immer sehr schön. Guten Tag, wir machen Interviews für den Hessischen Rundfunk. Darf ich Sie etwas fragen? Ja. Ja, sicher. Unser Thema ist heute Ärger mit Nachbarn. Haben Sie da Probleme? Wie bitte? Haben Sie Ärger mit Nachbarn? Haben Sie da Probleme? Nein, unsere Nachbarn sind nett. Da haben wir gar keine Probleme. Nein, wirklich. Ärger mit Nachbarn, das gibt es nicht. Wir haben ein Reihenhaus, wissen Sie? Wir wohnen da schon lange, schon 22 Jahre. Nein. Es sind 23 Jahre. Ja, stimmt. 23 Jahre. Und unsere Nachbarn rechts und links, die wohnen da auch schon sehr lange. Sie sind alle sehr nett. Vielen Dank. Na, liest du die Wohnungsanzeigen? Ja. Und? Was gibt's? Wie immer. Hier in Seckbach. 4 Zimmer, Terrasse, 2 Bäder, nur 1000 Euro. Plus Nebenkosten. Und weiter? Eine Wohnung in Maintal. Kinder willkommen steht hier. Na schön. Mit Balkon und Garage. Kostet 700 plus Nebenkosten und Kaution. Wie viel Kaution? Das steht hier nicht. Aber die Wohnung ist doch sowieso zu teuer. Mit Nebenkosten kostet sie mindestens 800. Das können wir doch nicht bezahlen. Und sonst? Da ist noch eine im Nordend. 790. Aber hier, hör mal, billig wohnen und Geld verdienen. 4-Zimmer-Wohnung für Hausmeister frei, Frankfurt West, 97 Quadratmeter, Balkon, 2 Toiletten. Ruhig, Garten, pro Woche 10 Stunden Hausmeisterarbeit. Und was kostet die? 590, plus Nebenkosten. Das geht doch. Das ist doch nicht so teuer. Mensch, Balkon und Garten. Also die Wohnung möchte ich haben. Aber 10 Stunden pro Woche Hausmeisterarbeit. Ja. Da verdienen wir noch ein bisschen Geld dazu. Bestimmt kann ich auch etwas machen. Putzen oder Arbeit im Garten. Ist da eine Telefonnummer? Ja. Komm, da rufen wir gleich mal an. Rufst du an? Ja. Sag mir mal die Nummer. Bitte entschuldigen Sie. Ich habe Kopfschmerzen. Gibt es hier eine Apotheke? Ja. Es gibt eine Apotheke im Bahnhof. Das ist nicht weit. Und wie komme ich dahin? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach der Ampel die zweite Straße links. Da ist eine Apotheke im Bahnhof. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt geradeaus bis zur Ampel und dann rechts bis zum... Nein, geradeaus bis zur Kirche und dann rechts bis zur Ampel. Ach ja. Und dann ist die Apotheke links neben dem Bahnhof. Nein, die Apotheke ist im Bahnhof. Aber Sie müssen zuerst bis zur Ampel gehen. Ach ja, und dann gleich rechts. Nein, dann die zweite Straße links bis zum Bahnhof. Da ist die Apotheke. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Meine Kopfschmerzen. Also ich gehe jetzt zur
Ampel neben der Kirche und dann... Nein, 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 Sie gehen zuerst geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und... Guten Tag. Wohin möchten Sie? Zum Flughafen, bitte. Ich muss meine Mutter abholen. Also zum Flughafen. Ja, ja. Und ganz schnell. Meine Mutter kommt aus Mallorca. Sie wartet nicht gern. Sagen Sie, wo sind wir denn jetzt? Am Museumsplatz. Am Museumsplatz? Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Flughafen? Noch etwa 40 Minuten. Was? So lange? Oh, Moment! Wo ist denn meine Brille? Oh Gott! Meine Brille ist weg! Die liegt bestimmt im Bahnhofscafé. Wir müssen zurück zum Bahnhof. Schnell! Bitte, wie Sie wollen. Fahren wir zurück zum Bahnhof. Da sind wir. Soll ich auf Sie warten? Ja, natürlich. Warten Sie hier. Ich komme gleich zurück. In Ordnung. So, die Brille habe ich wieder. Und jetzt schnell zum Flughafen. Ach nein, Moment. Ich brauche ja noch Blumen für meine Mutter. Ja, ja, Blumen brauche ich noch. Im Bahnhof gibt es einen Blumenladen. Nein, nein. Da sind die Blumen nicht schön. Ich kaufe immer nur im Blumenladen in der Luisenstraße. Bitte fahren Sie zur Luisenstraße. Also zur Luisenstraße. Bitte, wir sind da. Ist das Ihr Blumenladen? Ja, ja, natürlich. Moment mal. Wo ist denn mein Geld? Ach, da. Nein, das ist zu wenig. Ich habe kein Geld mehr. Wir müssen erst zur Bank fahren. Und zu welcher Bank möchten Sie bitte? Zur Commerzbank. Fahren Sie zur Commerzbank. Das ist aber weit. Da fahren wir bestimmt 20 Minuten. Ja und? Ich brauche doch Geld. Also bitte, dann fahren wir zur Commerzbank. So, da sind wir. Gut. Warten Sie bitte. Na, alles klar? Nein, nein! Die Bank hat geschlossen! So ein Pech heute! Und es ist schon so spät! Wir müssen zum Flughafen. Meine Mutter ist bestimmt schon da. Fahren Sie zum Flughafen, aber ganz schnell. Moment mal. So geht das aber nicht. Die Taxiuhr zeigt schon 30 Euro und Sie haben kein Geld. Wie wollen Sie mich denn bezahlen? Haben Sie Schecks dabei? Wie bitte? Schecks? Nein, ich habe keine Schecks. Ich bezahle später. Am Flughafen. Nein, Sie bezahlen sofort. Oder ich fahre nicht. Sie fahren nicht? Also gut, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Halt! Halt! Sie können doch nicht... Ja, wo laufen Sie denn hin? Sie müssen bezahlen.
Ach, ich muss immer daran denken. Das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Auch nichts. Also gut. Die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe. Ja, ja, schon gut. Was machst du hier? Nein, nein, du darfst nicht ins Bett. Raus. Nein, nicht ins Bett. Kurt. Ja? Wie spät ist es? 7. Ja, ja, ich weiß, Hasso. Du hast Hunger, ich stehe ja gleich auf. Warum ist der Hund denn hier? Ich weiß nicht, sicher war die Tür wieder offen. Ich bin noch so müde. Darf ich noch ein paar Minuten im Bett bleiben? Machst du das Frühstück, Liebling? Hasso hat auch Hunger. Ja, ich weiß. Mama, Mama, ich hab Hunger. Stehst du auf? Nein, noch nicht. Papa macht das Frühstück. Oh ja, Papa und ich machen das Frühstück. Wo ist Hasso? Ich weiß nicht. Eben war er noch hier. Hast du Brötchen gekauft, Liebling? Ja, die Brötchen sind in der Küche, im Regal. Hier sind keine Brötchen. Oh nein, Hasso, was machst du da? Hasso, pfui! Mama! Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Oh, guten Morgen. Was hast du? Oh, ich hatte einen Traum. Einen Traum, der war ganz komisch. Was hast du denn geträumt? Ich war in einem Flugzeug. Das Flugzeug war sehr groß und es waren viele Passagiere da. Aber alle haben geschlafen, nur ich nicht. Dann ist eine Stewardess gekommen und hat ein Glas Wasser gebracht. Was hat sie gesagt? Nichts. Keiner hat gesprochen. Wie? Die Stewardess auch nicht? Nein, sie hat auch nicht gesprochen. Das ist ja unheimlich. Nein, eigentlich war der Traum sehr schön. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe das Wasser getrunken. Und dann bin ich aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Was? Du hast die Tür aufgemacht? Du warst doch in einem Flugzeug. Ja, aber es war kein Problem.
Ich habe die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen. Ausgestiegen? Frau Gerster, Sie haben jetzt viel von der Arbeit erzählt. Aber sagen Sie, Urlaub. Gibt es das auch für Sie und Ihren Mann? Wann haben Sie denn eigentlich zum letzten Mal richtig Urlaub gemacht? Ja, mei, Urlaub. Ja, ja, warten Sie. Ja, das war vor 2 Monaten, im Mai, genau. Da hatten wir ein paar Tage Urlaub. Die waren wirklich schön. Und wo waren Sie? Mein Mann und ich, wir waren bei meiner Schwester. Die wohnt an der Ostsee. Wir haben sie besucht. Bekommen Sie eigentlich auch mal Besuch hier auf dem Bauernhof? Ja, am Wochenende meistens. Da kommen oft meine Eltern zu Besuch. Das ist ja schön. Tja, also liebe Frau Gerster, vielen Dank für das Gespräch. Und grüßen Sie Ihren Mann. Ja, das mache ich gerne. Er hatte heute einen Termin beim Zahnarzt in der Stadt. Bestimmt kommt er bald zurück. Ah, ich glaube, da kommt er schon. Das ist gut. Dann kann ich ja auch mit ihm noch ein bisschen... Bitte entschuldigen Sie, ich habe Kopfschmerzen. Gibt es hier eine Apotheke? Ja, es gibt eine Apotheke im Bahnhof. Das ist nicht weit. Und wie komme ich dahin? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach der Ampel die 2. Straße links. Da ist eine Apotheke im Bahnhof. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt geradeaus bis zur Ampel und dann rechts bis zum... Nein, geradeaus bis zur Kirche und dann rechts bis zur Ampel. Ach ja, und dann ist die Apotheke links neben dem Bahnhof. Nein, die Apotheke ist im Bahnhof, aber Sie müssen zuerst bis zur Ampel gehen. Ach ja, und dann gleich rechts. Nein, nein, dann die 2. Straße links bis zum Bahnhof. Da ist die Apotheke. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Meine Kopfschmerzen. Also ich gehe jetzt zur Ampel neben der Kirche und dann... Nein, 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 Sie gehen zuerst geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und... Guten Tag. Wohin möchten Sie? Zum Flughafen, bitte. Ich muss meine Mutter abholen. Also zum Flughafen. Ja, ja. Und ganz schnell. Meine Mutter kommt aus Mallorca. Sie wartet nicht gern. Sagen Sie, wo sind wir denn jetzt? Am Museumsplatz. Am Museumsplatz? Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Flughafen? Noch etwa 40 Minuten. Was? So lange? Oh, Moment! Wo ist denn meine Brille? Oh Gott! Meine Brille ist weg! Die liegt bestimmt im Bahnhofscafé. Wir müssen zurück zum Bahnhof. Schnell! Bitte, wie Sie wollen. Fahren wir zurück zum Bahnhof. Da sind wir. Soll ich auf Sie warten? Ja, natürlich. Warten Sie hier. Ich komme gleich zurück. In Ordnung. So, die Brille habe ich wieder. Und jetzt schnell zum Flughafen. Ach nein, Moment. Ich brauche ja noch Blumen für meine Mutter. Ja, ja, Blumen brauche ich noch. Im Bahnhof gibt es einen Blumenladen. Nein, nein. Da sind die Blumen nicht schön. Ich kaufe immer nur im Blumenladen in der Luisenstraße. Bitte fahren Sie zur Luisenstraße. Also zur Luisenstraße. Bitte, wir sind da. Ist das Ihr Blumenladen? Ja, ja, natürlich.
Moment mal. Wo ist denn mein Geld? Ach, da. Nein, das ist zu wenig. Ich habe kein Geld mehr. Wir müssen erst zur Bank fahren. Und zu welcher Bank möchten Sie bitte? Zur Commerzbank. Fahren Sie zur Commerzbank. Das ist aber weit. Da fahren wir bestimmt 20 Minuten. Ja und? Ich brauche doch Geld. Also bitte, dann fahren wir zur Commerzbank. So, da sind wir. Gut. Warten Sie bitte. Na, alles klar? Nein, nein! Die Bank hat geschlossen! So ein Pech heute! Und es ist schon so spät! Wir müssen zum Flughafen. Meine Mutter ist bestimmt schon da. Fahren Sie zum Flughafen, aber ganz schnell. Moment mal. So geht das aber nicht. Die Taxiuhr zeigt schon 30 Euro und Sie haben kein Geld. Wie wollen Sie mich denn bezahlen? Haben Sie Schecks dabei? Wie bitte? Schecks? Nein, ich habe keine Schecks. Ich bezahle später. Am Flughafen. Nein, Sie bezahlen sofort. Oder ich fahre nicht. Sie fahren nicht? Also gut, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Halt! Halt! Sie können doch nicht... Ja, wo laufen Sie denn hin? Sie müssen bezahlen. Ich muss immer daran denken. Das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült? Und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Oh, nichts. Also gut, die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe.
schon gut. Was machst du hier? Nein, nein, du darfst nicht ins Bett. Raus. Nein, nicht ins Bett. Kurt. Ja? Wie spät ist es? 7. Ja, ja, ich weiß, Hasso. Du hast Hunger, ich stehe ja gleich auf. Warum ist der Hund denn hier? Ich weiß nicht. Sicher war die Tür wieder offen. Ich bin noch so müde. Darf ich noch ein paar Minuten im Bett bleiben? Machst du das Frühstück, Liebling? Hasso hat auch Hunger. Ja, ich weiß. Mama, Mama, ich hab Hunger. Stehst du auf? Nein, noch nicht. Papa macht das Frühstück. Oh ja, Papa und ich machen das Frühstück. Wo ist Hasso? Ich weiß nicht. Eben war er noch hier. Hast du Brötchen gekauft, Liebling? Ja, die Brötchen sind in der Küche, im Regal. Hier sind keine Brötchen. Oh nein, Hasso, was machst du da? Hasso, pfui! Mama. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Oh, guten Morgen. Was hast du? Oh, ich hatte einen Traum. Einen Traum, der war ganz komisch. Was hast du denn geträumt? Ich war in einem Flugzeug. Das Flugzeug war sehr groß und es waren viele Passagiere da. Aber alle haben geschlafen, nur ich nicht. Dann ist eine Stewardess gekommen und hat ein Glas Wasser gebracht. Was hat sie gesagt? Nichts. Keiner hat gesprochen. Wie? Die Stewardess auch nicht? Nein. Sie hat auch nicht gesprochen. Das ist ja unheimlich. Nein. Eigentlich war der Traum sehr schön. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe das Wasser getrunken. Und dann... und dann bin ich aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Was? Du hast die Tür aufgemacht? Du warst doch in einem Flugzeug. Ja, aber es war kein Problem. Ich habe die Tür aufgemacht... und bin ausgestiegen. Ausgestiegen? Frau Gerster, Sie haben jetzt viel von der Arbeit erzählt. Aber sagen Sie, Urlaub. Gibt es das auch für Sie und Ihren Mann? Wann haben Sie denn eigentlich zum letzten Mal richtig Urlaub gemacht? Ja, mei, Urlaub. Ja, ja, warten Sie. Ja, das war vor 2 Monaten. Im Mai, genau. Da hatten wir ein paar Tage Urlaub. Die waren wirklich schön. Und wo waren Sie? Mein Mann und ich, wir waren bei meiner Schwester. Die wohnt an der Ostsee. Wir haben sie besucht. Bekommen Sie eigentlich auch mal Besuch hier auf dem Bauernhof? Ja, am Wochenende meistens. Da kommen oft meine Eltern zu Besuch. Das ist ja schön. Tja, also liebe Frau Gerster, vielen Dank für das Gespräch. Und grüßen Sie Ihren Mann. Ja, das mache ich gerne. Er hatte heute einen Termin beim Zahnarzt in der Stadt. Bestimmt kommt er bald zurück. Ah, ich glaube, da kommt er schon. Das ist gut. Dann kann ich ja auch mit ihm noch ein bisschen... Hier Anna Schröder. Hallo Anna, hier ist Clara. Hallo Clara, du bist das? Das ist aber schön. Ich habe es heute Vormittag schon mal versucht, aber da warst du nicht zu Hause. Doch, ich war zu Hause, aber ich bin nicht ans Telefon gegangen. Tut mir leid, Clara, aber ich muss meine Papiere in Ordnung bringen. Für die Steuer. Oh, das ist eine Arbeit. Furchtbar. Ja, das finde ich auch immer schrecklich. Und bist du jetzt fertig? Ja, eigentlich schon. Nur eine Rechnung fehlt noch. Und die ist ganz wichtig. Ich habe schon überall gesucht. Wo hast du denn gesucht? Überall in meinem Arbeitszimmer. Im Schreibtisch, im Schrank, überall. Aber im Arbeitszimmer ist sie nicht. Wo kann sie denn dann sein? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar im Wohnzimmer weitergesucht. Aber da ist die Rechnung auch nicht. Soll ich kommen und dir helfen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke. Kommst du gleich? Ja klar, ich komme. Machst du einen Kaffee? Werner, was machst du?
Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja, ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja? Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich. So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? Zwei. Stellst du noch zwei Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier, in der Küche. Ach ja, hier. Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt? Papa! 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 Ach, Bubu! Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner, setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hole ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. Warum fährst du denn so langsam? Langsam? Ich fahre 80. Ja, aber du hast doch einen Porsche. Der kann doch ganz schnell fahren. Ja, das stimmt. Mein Porsche kann sehr schnell fahren. Wie schnell kann dein Porsche fahren? Kann dein Porsche 200 fahren? Ja, mein Porsche kann 200 fahren. Und warum fährst du dann so langsam? Ich darf nur 80 fahren. Hier ist ein Tempolimit. Da darf man nur 80 fahren. Du darfst nur 80 fahren? Pass auf, ich fahre jetzt mal ganz schnell. Au ja, toll, au ja. 130, du fährst 130. Toll, so schnell. So ein Mist. Was ist los? Was machst du? Da ist ein Polizeiauto. Hier darf man doch nur 80 fahren. So ein Mist. Fährst du jetzt wieder langsam? Hallo, Gerd. Hallo, Elke. Ach, sag mal, habt ihr am Freitagabend Zeit, Jörg und du? Warte mal, Freitagabend? Ja, da arbeitet Jörg nicht. Das geht. Was gibt es denn? Ach, nichts Besonderes. Britta hat Freitag Geburtstag und da möchten wir ein paar Freunde einladen. Oh, schön. Sag mal, was für ein Geschenk kann man denn mitbringen? Bitte bringt bloß kein Geschenk mit. Wir wollen einfach nur ein bisschen zusammen essen und trinken.
Schön. Wie viele Leute kommen denn? Naja, so 15 oder 20. 15 oder 20? Und wer macht das Essen? Naja, jeder bringt was mit. Aha. Sollen wir auch was machen? Tja, vielleicht einen Salat? Ach, mach doch bitte einen Kartoffelsalat. Euer Kartoffelsalat schmeckt immer so gut. Ja, gut. Also einen Kartoffelsalat. Ach ja, und Würstchen brauchen wir natürlich auch noch. Bringt doch noch ein paar Würstchen mit. Die passen gut zum Kartoffelsalat. Würstchen, natürlich. Ja, wir wollen nämlich grillen, weißt du? Grillen, ja schön. Genau. Und vergesst bitte Ketchup und Senf nicht. Klar. Senf und Ketchup bringen wir auch mit. Noch was? Nee, das ist eigentlich alles. Mhm. Wann fängt die Party denn an? Um 7. Aber kommt doch bitte schon um 6, dann könnt ihr uns noch etwas helfen, du und Jörg. Bist du noch da? Ja, ich suche meinen Autoschlüssel. Weißt du vielleicht... Der liegt doch immer auf dem Schreibtisch. Ja, ja, aber da ist er nicht. Ach, hier. Wo bist du? Hier. Der Schlüssel liegt auf der Waschmaschine. Auf der Waschmaschine? Was macht er denn da? Tschüss, ich gehe jetzt. Ach, Moment, mein Handy brauche ich noch. Wo ist denn... Dein Handy liegt auf dem Sofa. Ach ja, vielen Dank. Also, tschüss dann. Hast du jetzt alles? Ja, ja, tschüss. Was ist los? Die Tickets. Ich habe die Tickets nicht. Oh je. Hier, ich hab sie. Sie liegen auf der Zeitung. Prima. Hast du jetzt alles? Ja, ja, ganz bestimmt. Tschüss. Emil! Emil! Emil, aufwachen! Du sollst aufwachen! Ach, was ist denn? Aufstehen! Du musst aufstehen! Was? Nein, ich stehe nicht auf. Du stehst nicht auf? Aber Emil! Nein, heute nicht. Aber die Arbeit, Emil. Du musst doch arbeiten. Nein, heute nicht. Heute kann ich schlafen. Was? Warum? Warum kannst du heute schlafen? Was ist denn los? Ich habe Urlaub, Mutter. Urlaub. Ich muss heute nicht arbeiten. Urlaub? Ach ja, du hast ja Urlaub. Kann ich jetzt bitte weiterschlafen? Ja, ja, du kannst weiterschlafen. Du hast ja Urlaub. Vielen Dank, Mutter. Was machen wir jetzt? Warten, oder? Der Aufzug geht ja sicher gleich wieder. Naja, wer weiß. Gibt's hier keinen Alarmknopf? Hotel International, technischer Service. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Wir haben ein Problem hier. Der Aufzug steckt fest.
Wir brauchen Ihre Hilfe. Verstehe. Ich glaube, wir sind zwischen Etage 11 und 12. 11 und 12. Gut, ich komme sofort. Danke. Diese Musik. Die gefällt Ihnen nicht, hm? Mir gefällt sie auch nicht so. Und es ist kalt hier, finden Sie nicht? Oh, tja, das ist die Klimaanlage. Oh. Hier, möchten Sie meine Jacke? Oh, das ist sehr nett. Aber Sie... Ach, mir ist nicht so kalt. Na los, nun nehmen Sie sie schon. Also dann, vielen Dank. Martin, ich heiße Martin. Wir können du sagen, oder? Na klar, ich bin Gina. Gina? Der Name gefällt mir. Er ist so... Hallo? 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 Ja, hallo? Hören Sie mich? Ja! Es tut mir leid, aber ich glaube, ich kann das nicht selbst reparieren. Was? Tut mir leid. Das kann wohl nur die Aufzugfirma machen. Oh. Und wann kommen die? In einer halben Stunde, denke ich. Jetzt ist es 3:20. Also um 3:45 sind die da. Und dann geht's sicher ganz schnell. Moment! Eine Bitte noch. Können Sie die Klimaanlage ausmachen? Es ist sehr kalt hier. Okay. Mach ich. Gut so? Ja. Und noch eine Bitte. Die Musik, können Sie die auch ausmachen? Jupp. Yep. So. Also, bis gleich. Warten Sie! Halt! Jetzt ist das Licht auch aus. Hey, machen Sie das Licht wieder an. Hallo! Hör auf, Martin. Er ist weg. Ach, tja, Gina. Was tun wir jetzt? Ich weiß nicht. Erzähl mir was aus deinem Leben. Oh, du, das ist aber lang. Du hast Zeit bis 3:45. Kein Aber. Du sagst jetzt, was los ist und dann reden wir. Na schön. Es geht um die Zahnpasta. Die Zahnpasta? Was ist damit? Du hast sie mal wieder nicht zugemacht. Und deshalb machst du ein solches Gesicht? Sehr lächerlich. Ich hasse eingetrocknete Zahnpasta. Du weißt das. Kümmere dich lieber mal um deine Bartstoppeln im Waschbecken. Red keinen Unsinn. Ich hab mich noch gar nicht rasiert. Na, das merke ich. Du siehst schrecklich aus. Was? Für dich bin ich allemal schön genug. Also jetzt reicht's mir aber. Und mir? Mir reicht's schon lange. Ja? Hallo, ich bin's, Carola. Na, wie geht es dir, Bernd? Gut, danke. Ein bisschen müde bin ich. Na sag mal, warum das denn? Es ist Sonntag und schon 11 Uhr. Hast du nicht gut geschlafen? Ach, weißt du, ich habe gestern im Garten gearbeitet. Deshalb bin ich müde. Du hast im Garten gearbeitet? Ganz alleine? Nein, Klaus und Bernd waren auch da. Die kennst du ja. Die haben mitgearbeitet. Aber jetzt bist du trotzdem müde, hä? Naja, weißt du, wir sind nicht ganz fertig geworden am Nachmittag. Und deshalb habe ich nach dem Abendessen noch weiter gearbeitet. Alleine, so 4 bis 5 Stunden. So lange hast du noch weitergearbeitet? Natürlich bist du dann heute müde. Weißt du was? Ich komme nachher mal zu dir und dann... Kennen Sie das, liebe Hörer? Sie sind auf einer Party eingeladen. Die Stimmung könnte wunderbar sein. Aber leider ist mal wieder jemand dabei, der auf Ihre Kosten dumme Witze macht
oder einfach versucht, einen Streit mit ihnen zu beginnen. Sie ahnen es bereits. Im letzten Teil unserer heutigen Sendung geht es um Nervensägen aller Art. Dazu haben wir den Diplompsychologen Daniel Sprechter eingeladen. Herr Sprechter, was machen Sie eigentlich, wenn Ihnen jemand so richtig auf die Nerven geht? Naja, das kommt ganz auf den konkreten Fall an, nicht wahr? Zunächst einmal würde ich sagen, tief durchatmen, sich nicht ärgern, ruhig und gelassen bleiben. Klingt ganz gut, aber das klappt ja nun auch nicht jedes Mal, oder? Das nicht. Trotzdem zeigt uns die Erfahrung, dass es im Grunde nichts bringt, wenn man sich über einen unangenehmen Menschen aufregt. Manche Menschen erkennen nicht, wie unfreundlich ihr Verhalten auf andere wirkt. Sie müssen sich erstmal quasi im Spiegel sehen, nicht wahr, um das zu begreifen. Versuchen Sie, so ein Spiegel zu sein. Damit zeigen Sie Ihrem Gegenüber, dass er sich aggressiv verhält und dass Sie mit diesem Verhalten nicht einverstanden sind. Da benötige ich aber ziemlich viel Selbstbewusstsein. Was ist, wenn ich das nicht kann? Wenn Ihnen der Mut fehlt, probieren Sie doch mal die Fragetechnik. Die Fragetechnik? Ja. Nehmen Sie den Menschen, der Ihnen auf die Nerven geht, scheinbar ernst. Ein Beispiel. Jemand sagt zu Ihnen, alle Frauen sind dumm. Er erwartet natürlich, dass Sie sich ärgern. Sie dagegen bleiben ruhig und fragen ganz naiv, ach, das ist aber interessant. Glaubst du das wirklich? Kennst du denn so viele Frauen, dass du das so sicher weißt? Wie kommt es, dass alle Frauen, die du kennst, auf dich so dumm wirken? Klingt plausibel, aber auch das klappt sicher nicht bei jedem Menschen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Angenommen, jemand verhält sich Ihnen gegenüber unfreundlich oder aggressiv, dann erwartet er wahrscheinlich, dass Sie ängstlich werden oder aber aggressiv. Doch Sie tun nichts dergleichen. Sie verhalten sich so freundlich, liebenswürdig und nett, wie Sie nur können. Es verunsichert solche Menschen in der Regel ziemlich, wenn sie merken, nicht wahr, dass ihre Taktik nicht aufgeht. Es gibt aber auch noch solche, die nicht direkt aggressiv sind. Zum Beispiel Leute, die immer Witze auf Kosten anderer machen. Solchen Leuten würde ich ganz einfach klar und deutlich die Meinung sagen. Ich finde Ihre Bemerkung bösartig und unfreundlich. Sprechen Sie bitte in einem anderen Ton mit mir. So etwa. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass Sie ganz sachlich und ruhig bleiben. Sonst machen Sie alles schlimmer statt besser. Ihre Vorschläge klingen alle sehr interessant, Herr Sprechter. Aber was mache ich denn, wenn mich so richtig die Wut packt? Ach, wissen Sie, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man explodiert und lautstark sagt, was einem nicht gefällt. Aber natürlich nicht immer. Sonst wird man ja selbst für andere ein unangenehmer Mensch. Na, das wollen wir ja nun nicht unbedingt. Eine letzte Frage, Herr Sprechter. Was mache ich denn, wenn all diese Techniken nicht wirken? Wenn jemand unverbesserlich ist? Tja, solche Fälle gibt es leider häufiger, als man glaubt. Manche Menschen in unserer Umgebung sind wirklich so furchtbar, dass sie uns krank machen können. Denken Sie zum Beispiel an das zurzeit viel diskutierte Mobbing im Büro oder an den Ehepartner, der einem das Leben zur Hölle macht. Dagegen hilft dann keine Taktik mehr. Von so einem Menschen wird man sich wohl trennen müssen. Tja, wir müssen uns jetzt leider auch trennen, wenn auch aus einem anderen Grund. Unsere Sendezeit geht nämlich zu Ende. Herr Sprechter, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gern geschehen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, toi 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 beim Kampf gegen Nervensägen aller Art. Jetzt wird's wohl Zeit, dass wir uns etwas näher kennenlernen. Einige kennen sich ja bereits persönlich, beziehungsweise aus der täglichen Zusammenarbeit. Aber die meisten sind, glaube ich, zum ersten Mal bei so einem Fortbildungsseminar. Ich fange mal an, die fünf Personen hier rechts von mir vorzustellen. Kommen Sie mal bitte vor. Ja, Sie, Herr Zörgiebel. Peter Zörgiebel. Danke. Sie sind doch der Mann mit den vielen romanischen Sprachen. Spanisch, Portugiesisch und, wenn ich mich recht erinnere, auch Französisch. Ist ja fantastisch. Dabei haben Sie ja gar nicht Sprachen studiert, sondern Betriebswirtschaft.
an der Fachhochschule Bonn. Und zwar als Aufbaustudium zu ihrer kaufmännischen Ausbildung als Industriekaufmann. Was machen Sie eigentlich am liebsten in Ihrer Freizeit, Herr Zörgiebel? Freizeit, das ist ein Fremdwort für mich. Wenn mich die Arbeit loslässt, dann gibt's für mich nur eins. Entspannen, ausruhen, relaxen. Sagen Sie uns auch noch Ihre Telefonnummer. Sie wissen schon, wegen der späteren Kontakte. Beruflich oder privat? Beruflich dürfte genügen. Beruflich, da bin ich unter 0221 16 27 22 2 zu erreichen. Wollen Sie auch meine Handynummer? Nein, danke. Ich glaube, eine Nummer ist genug. Ich darf noch mal wiederholen. Vorwahl 0 22 1 dann die 16, 27 und Ihre Durchwahl war... 222. Danke. Das soll fürs Erste reichen. Ich gehe nun gleich weiter zu der Dame neben Herrn Zörgiebel, gleichzeitig die Chefin, wenn ich recht informiert bin. Frau Christine Korthoff-Bergner, studierte Volljuristin, wie es so schön heißt, und bei der Firma Permacor als Leiterin des kaufmännischen Bereichs mit Prokura tätig. Dienstlich ist sie, wie Herr Zörgiebel, unter der Kölner Vorwahl zu erreichen. Rufnummer 16270 oder Durchwahl 1627 und dann die 220. Außerdem sind Sie auch über Ihr Mobiltelefon zu erreichen. Sie pendeln zurzeit viel zwischen Köln und Berlin hin und her. Dort haben Sie ja noch immer Ihre Wohnung. Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Sie werden lachen, aber gerade durch die vielen Fahrten zwischen Berlin und Köln komme ich viel zum Lesen, auch privat. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Und das tue ich sowieso am liebsten. Kommen wir noch zu Ihren Fremdsprachenkenntnissen. Sie können sich ja nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Russisch verständlich machen. Und natürlich auf Deutsch. Tja, und weil wir gerade bei den Fremdsprachen sind, wollen wir gleich zu unserem Mitarbeiter auf Zeit weitergehen, Herrn Mario Silva aus Portugal. Geboren sind Sie aber in Salvador in Brasilien, nicht wahr? Ja, das stimmt. Herr Silva arbeitet in den nächsten Monaten hier in Köln, als Ingenieur in der Abteilung F&E. Das ist richtig. Entschuldigung, in welcher Abteilung? F&E, also Forschung und Entwicklung. Ja, ich weiß. Schrecklich, diese Abkürzungen. Herr Silva spricht natürlich Portugiesisch, wie Sie vorhin schon hören konnten. Dazu fließen Deutsch und auch noch Englisch. Ist das so richtig, Herr Silva? Ja, sagen wir besser, ein bisschen Englisch und Deutsch nicht fließend. Nun seien Sie mal nicht so bescheiden, Herr Silva. In unserem Fragebogen haben Sie als Hobby Reisen angegeben. Wollten Sie deshalb auch nach Köln zum Arbeiten? Natürlich. Aber der Hauptgrund war es nicht. Außerdem schwimme ich ja noch gern und dazu hätte ich nicht nach Deutschland kommen müssen. Zum Schluss noch Ihre Telefonnummer. 16270 oder statt der 0 die 277. Vorwahl wie bekannt 0221. Gut, vielen Dank, Herr Silva. Kommen wir zu der Dame mit den schönen Ohrringen, Frau... Oellinger, Stefanie Oellinger. Vielen Dank, Frau Oellinger. Wie konnte ich Ihren Namen bloß vergessen? Frau Oellinger kommt ja nicht hier aus der Gegend, sondern aus Salzburg in Österreich. Hat sich hier in der Kölner Bucht und auch an ihrem Arbeitsplatz als Sachbearbeiterin bestens eingelebt und eingearbeitet. Ihre Telefonnummer habe ich hier auf dem Zettel... Wo ist er denn? Ah ja, hier habe ich ihn ja. Vorwahl 0227, Rufnummer 2478 und die Durchwahl 18. Außer Deutsch spricht sie Englisch und Bayerisch. Das ist auch Deutsch. Natürlich, natürlich. Bei den Freizeitbeschäftigungen haben Sie ja die längste Liste erstellt. Kunstradfahren, Seidenmalerei, Tai Chi und tagelange Wanderungen in den Bergen.
Damit hätten wir wohl alle... Ach nein, entschuldigen Sie, Herr Kiel. Jetzt hätte ich Sie beinahe vergessen. Ich darf also noch last but not least vorstellen Dr. William Kiel. Kiel mit 2 E und William mit 2 L. Herr Kiel ist Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie. Er ist Amerikaner, US-Amerikaner, um genau zu sein. Spricht Deutsch, Niederländisch und, wenn ich richtig gelesen habe, Latein und Esperanto. Ja, das ist schon richtig, aber wenn ich Sie etwas korrigieren darf, eigentlich bin ich gebürtiger Deutscher. Ich bin nämlich in Würzburg geboren, direkt am Main. Und Latein spreche ich eigentlich nicht, ich benutze diese Sprache nur für medizinische Fachbegriffe. Danke, Herr Kiel, für diese Ergänzungen. Herr Kiel ist hier bei uns ganz neu. Er hat noch nicht mal eine feste Telefonnummer, aber das wird sich bald ändern. Wie sieht's denn mit Ihrer Freizeit aus? Sprachen sind mein Hobby. Wie bitte? Wenn es meine Freizeit zulässt, beschäftige ich mich am liebsten mit alten Sprachen, aber auch mit Dialekten. Mit besonderem Interesse habe ich zum Beispiel festgestellt, dass im Deutschen... Herr Sekakane, hier ist Braunert. Ich rufe Sie wegen unseres morgigen Interviewtermins um 6:30 an. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich könnte gleich noch ein paar Fotos von Ihnen machen. Hoffentlich sind Sie damit einverstanden. Sie hatten mir ja auch gesagt, dass Sie einige private und dienstliche Fotos dabei haben, die Sie mir überlassen könnten. Bitte vergessen Sie die Bilder nicht. Ich gebe sie Ihnen natürlich hinterher wieder zurück. Falls es noch irgendetwas gibt, so können Sie mich unter der Nummer 57802 heute Abend ab 8 erreichen. Ansonsten bis morgen Abend. Danke. Petersen? Hallo Ulla? Hier ist Emily. Hallo Emily. Bist du gut in Sardinien angekommen? Ja, ich bin endlich da. Aber es war nicht so einfach. Warum? Was war los? Erzähl. Naja, zuerst bin ich nach Lyon geflogen. Hattest du da schon ein Problem? Nein, nein. Ich bin pünktlich in Lyon angekommen. Und Martin hat mich vom Flughafen abgeholt. Wie lange warst du denn bei ihm? Ich bin 3 Tage dort geblieben und dann mit dem Zug weitergefahren. Und da haben dann die Probleme angefangen. Welche Probleme? Der Zug ist zu spät in Genua angekommen. Oh je. Und du hast wahrscheinlich dein Schiff nicht bekommen? Ja, mein Schiff war schon weg. Was hast du dann gemacht? Ich bin eine Nacht in Genua geblieben, in der Jugendherberge. Hat dann am nächsten Tag alles geklappt? Mit dem Schiff und so? Mit dem Schiff schon. Aber ich habe ein bisschen zu lange geschlafen und habe dann meine Handtasche in der Jugendherberge vergessen. Und in der Tasche war die Fahrkarte für das Schiff, richtig? Nein, die hatte ich in meiner Jacke. Das war gut. Und deine Tasche? Die kommt morgen mit der Post. Die Frau in der Jugendherberge war richtig nett. Ich habe sie angerufen und sie hat die Tasche sofort hierher geschickt. Das war dann Glück im Unglück. Stimmt. Übrigens, das Wetter ist fantastisch hier. Schön für dich. In Hamburg regnet es. Eine Stadt in idyllischer Umgebung, im äußersten Süden Deutschlands. Sind das gute Bedingungen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort? Aber sicher, warum denn nicht? Radolfzell liegt zwar am südlichen Rand der Bundesrepublik, aber es liegt im Zentrum der Euroregion Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich. Es ist verkehrsmäßig hervorragend erschlossen, per Auto, Bahn und Flugzeug sehr gut zu erreichen. Stuttgart, Zürich und Friedrichshafen bieten ausgezeichnete nationale und internationale Flugverbindungen. Wir haben eine gesunde, diversifizierte, mittelständisch und handwerklich geprägte Wirtschaftsstruktur. Unternehmergeist, Innovationsfreude und Flexibilität haben hier eine lange Tradition. Denken Sie nur an den Pumpenhersteller Allweiler. Wegweisende Erfindungen haben dieses Unternehmen groß gemacht. Seit über 130 Jahren operiert es von Radolfzell aus und ist heute ein weltweit bedeutendes Unternehmen, das ungefähr die Hälfte seines Umsatzes im Ausland macht. Woran denken Sie, wenn Sie von den gewerblichen Traditionen im Bodenseeraum und insbesondere in Radolfzell sprechen? Nun, der größte Arbeitgeber am Ort ist die Schießer AG, ein bedeutendes Unternehmen der Textilindustrie. Schießer ist der größte europäische Wäschehersteller.
Das Stammhaus in unserer Stadt hat den Ruf Radolf Zells als ein Zentrum der Textilindustrie begründet. In der Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie arbeiten 2000 Radolf Zeller. Außerdem ist der Maschinenbau bei uns vertreten, der seit jeher einen Schwerpunkt in Süddeutschland und besonders bei uns in Baden-Württemberg hat. Auf Allweiler habe ich ja schon hingewiesen, das ist im Maschinenbau die Nummer 1 in Radolfzell. Mit der Firma TRW Fahrzeugelektrik GmbH ist ein internationaler Autozulieferer in Radolfzell vertreten, der viertgrößte weltweit. Damit haben wir bei uns ein bedeutendes Unternehmen der Elektroindustrie. Die Radolfzeller Niederlassung liefert elektrische und elektronische Komponenten an die Automobilindustrie, von ferngesteuerten schlüssellosen Schließanlagen bis zu multifunktionalen Instrumenten fürs Armaturenbrett. Aber das Fundament sind nicht nur die großen. Insgesamt haben wir 215 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Dort sind 6000 Menschen beschäftigt. Gerade die kleineren Betriebe sind charakteristisch und wichtig für unsere Struktur. Immerhin. Allein etwa 2000 von den 6000 arbeiten in der Textil- und Bekleidungsindustrie, sagten Sie, also in einer Branche, die als Problembereich gilt. Hier wurden doch in den vergangenen Jahren die meisten Arbeitsplätze in Länder verlagert, in denen Arbeit weniger als in Deutschland kostet. Wie sieht es denn auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie ich schon gesagt habe, bei uns gibt es keine einseitigen Abhängigkeiten von einem einzigen Wirtschaftszweig. Wir haben keine wirtschaftliche Monostruktur. Zum Beispiel haben wir auch bedeutende Unternehmen der Lebensmittelindustrie in der Region und auch in Radolfzell selbst. Die Weltfirma Maggi in Singen zum Beispiel ist auch für unsere Stadt ein wichtiger Arbeitgeber. Diese diversifizierte Struktur hat uns in den vergangenen Jahren vor hoher Arbeitslosigkeit bewahrt. Aber natürlich mussten auch gerade unsere großen Arbeitgeber schmerzhafte Strukturanpassungen vornehmen, die Arbeitsplätze gekostet haben. Im Kreis Konstanz liegt die Arbeitslosenquote heute zwischen 8 und 9%. Immerhin liegen wir damit noch deutlich unterm Bundesdurchschnitt. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden. Eine ganz andere Frage. Radolfzell wird auch gern als Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz bezeichnet. Was ist damit gemeint? Radolfzell war und ist ein Vorreiter bei Natur- und Umweltschutzaktivitäten. Schon in den frühen 80er Jahren haben wir damit begonnen, unsere Innenstadt autofrei zu machen. Heute sind diesem Beispiel viele Kommunen gefolgt. Wir erhalten und erweitern die zum Teil einzigartigen Natur- und Landschaftsräume in und um Radolfzell. Wir investieren ständig in Maßnahmen zur Renaturierung unseres Seeufers und wir leisten uns ein eigenes städtisches Umweltamt. Aber passt das zusammen? Umwelt- und Naturschutz auf der einen Seite, Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite. Geht nicht das eine auf Kosten des anderen? Das passt sehr gut zusammen, jedenfalls bei uns in Radolfzell, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens hat sich bei uns die Industrie zusammen mit der Stadt entwickelt. Die Stadt braucht ihre Unternehmen und die Unternehmen brauchen eine intakte Stadt, in der und für die es sich lohnt zu arbeiten, die eine gesunde Grundlage für Investitionen in Anlagen, Maschinen und nicht zuletzt ins Personal bietet. Gerade die größeren Unternehmen arbeiten in Sachen Umweltschutz eng mit der Stadt zusammen und leisten einen aktiven Beitrag. Zweitens brauchen wir den Umweltschutz, wenn Radolfzell weiterhin ein wichtiger Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Tourismus bleiben will. Jährlich haben wir ca. 270.000 Übernachtungen in Hotels, Privatunterkünften und in der bekannten medizinischen Rehabilitationseinrichtung Mettnau Kur. Dort werden Herz- und Kreislaufpatienten behandelt. Diesen wichtigen Wirtschaftsfaktor wollen wir nicht verlieren. Eine intakte Umwelt ist dabei unser wichtigstes Kapital. Und drittens, wir meinen, Umweltinvestitionen schaffen die Märkte und Arbeitsplätze von morgen. Die Stadt Radolfzell fördert zum Beispiel die Installation von privaten Solaranlagen, also die Nutzung von Sonnenenergie für Warmwasser, elektrischen Strom und Heizung in Privathäusern. Eine Reihe von mittelständischen und Handwerksbetrieben sind inzwischen in diesem Bereich erfolgreich tätig. Zurzeit führen wir ein Pilotprojekt Ökologisches Bauen durch. Auch davon erwarten wir wichtige Impulse. Sie haben von Förderprogrammen und Hilfen gesprochen. Wie können Sie Firmengründern und Investoren, die sich bei Ihnen niederlassen wollen, außerdem noch helfen? Wir sind gerade dabei, unser Stadtmarketing weiterzuentwickeln. Aber schon heute finden Investoren bei uns jede Hilfe. Wir weisen Gewerbegrundstücke zu günstigen Preisen aus.
Wir öffnen die Türen zu den richtigen Ansprechpartnern in den Behörden, wenn es um Firmengründung und Bau von Betriebsanlagen geht. Und wir haben das Glück, dass das Land Baden-Württemberg attraktive Förderprogramme für Existenzgründer und Investoren zu bieten hat. Hier haben wir ein deutliches Plus gegenüber anderen Bundesländern. Auch in dieser Richtung beraten wir jeden Interessenten. Vielen Dank für das Gespräch. Wir befinden uns in Germering, einer kleinen Stadt direkt vor den Toren von München. Auch hier gibt es eine Volkshochschule und heute ist Einschreibetermin für das Frühjahrssemester. Der Andrang ist gewaltig. An den Schaltern haben sich lange Schlangen gebildet. Wir fragen jetzt einfach mal einige Leute, warum sie heute hier sind. Ich will einen Rhetorikkurs machen, damit das, was ich sagen will, auch wirklich rüberkommt, verstehen Sie? Ich habe nämlich oft gute Ideen, aber was nützt mir das, wenn ich sie dann nicht richtig ausdrücken kann? Bei uns in der Firma setzen sich oft die größten Idioten durch, nur weil sie besser reden können. Ich hoffe, der Kurs bringt mir was. Ich möchte endlich Italienisch lernen. Nicht perfekt, nur so viel, dass ich mich im Urlaub verständigen kann. Ich hab's schon mit einem Selbstlernkurs versucht. Aber so ganz allein lernen, das klappt bei mir einfach nicht. Hier in der VHS habe ich meine Gruppe, meinen festen Termin und einen Lehrer, den ich fragen kann, wenn ich mal was nicht verstehe. Warum ich hier bin? Tja, ich bin zurzeit leider arbeitslos. Darum mache ich jetzt eine Computerfortbildung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, was man halt so braucht heutzutage. Ich hoffe, dass das meine Chancen auf einen Job erhöht. Eigentlich hätte ich sowas schon vor Jahren machen sollen. Wenn Sie meine Verspannungen hätten, würden Sie mich das jetzt nicht fragen. Es ist furchtbar. Mein Rücken, mein Nacken, sogar meine Beinmuskulatur. Alles ist völlig verkrampft. Es gibt Tage, wo ich kaum aus dem Bett komme. Mein Heilpraktiker sagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Nichts hat geholfen. Jetzt versuche ich es mal mit diesem autogenen Training. Das ist mir empfohlen worden. Ich interessiere mich schon lange für Astronomie. Für mich ist das so eine Art Hobby. In klaren Nächten bin ich oft mit dem Fernglas unterwegs und gucke mir den Himmel an. Jetzt will ich hier einen Kurs machen, um Leute mit gleichen Interessen kennenzulernen und auch um Tipps zu bekommen. Ich möchte mir demnächst ein gutes Teleskop kaufen. Sowas ist nicht billig. Da könnte es schon ganz nützlich sein, vorher mit erfahrenen Leuten drüber zu reden. Kann ich bitte die Marmelade haben? Ja, bitte. Heute ist der 20. September. Hurra! Oh, mein Kopf. Heinzi, guten Morgen. Oh. So, hast du etwa einen Kater? Und was für einen? Oh, aber das ist mir egal. Heute ist der 20. und alles ist gut. Weißt du auch, wem du das verdankst? Ja, dem Bier und dem Schnaps. Durch meinen Rausch habe ich den letzten Anmeldetermin fürs Examen verpasst. Ich bin exmatrikuliert. Ich brauche nie mehr in die Uni. Der Albtraum ist vorbei. Blackout nennt man sowas. Kannst du dich nicht mehr an gestern erinnern? An gestern Abend? An gestern schon, aber an den Abend? Was war denn da? Ach. Hier, lies. Anmeldung zum Staatsexamen, persönlich erschienen, ist hiermit zum ersten Staatsexamen angemeldet. Stempel, Unterschrift, ich werd verrückt. So kurz vor der Prüfung, bitte nicht. Oh. Willkommen im automatischen Frachtauskunftssystem der Lufthansa Cargo. Für Informationen zu einer Sendung drücken Sie bitte die 1, für aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen die 2. Bitte geben Sie die Frachtbriefnummer ein und beenden Sie die Eingabe mit der Gittertaste.
Einen Moment bitte. Die eingegebene Frachtbriefnummer ist uns nicht bekannt. Bitte geben Sie die 11-stellige Frachtbriefnummer nochmals ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte. Ihre Sendung ist am 31. August um 13.10 Uhr in New York mit Lufthansa-Flug LH404 angekommen und wurde am 2. September von Spedition Schenker, New York, übernommen.